baust gerade eine Gondel nach unten. Ist aber nicht unsere, denn wir wollen ja nach oben. Ja. Und da muss auch gleich eine kommen. Wir wollen noch nicht aufgeben. Weißt du noch was? Nee. Gut, gut. Morgen. Morgen. Hier fahren wir noch an der Schüle vorbei, wo wir übernachtet haben. Also wir sind jetzt hier auf dem Grabberg, dann laufen wir hier noch auf der Fennett-Gipfel, dann auf dem Grat weiter bis zum Kreuzjoch-Gipfel. Und auf dem Gipfelkreuz dann runter ins Pitztal. Welches Pitztal? Da. Da hinten, da ist die Sonne, wie ihr seht. So ein kleines blaues Loch schaut da raus. Und da ist Freudenstadt. Da scheint nämlich die Sonne. Und jetzt gleich werde ich mich mal umdrehen, dann dürft ihr sehen, wo wir hingehen. So, und da, in das Nebel- und Schneeloch, da müssen wir jetzt hin. Sabine liegt da in Freudenstadt auf dem Balkon und sonstig, und ich, Idiot, gehe da in Schnee hoch. Balla, balla. So schön, wie der Weg von weitem aussah, so beschwerlich war er von nahem. Aber in den Bergen ist ja für alles gesorgt, auch für die Schuhdusche. Wir sind jetzt gerade mit dem Bus hier angekommen. Wir sind jetzt am Mittelberg und jetzt geht es da hinten hoch zur Braunschweiger Hütte. Leider ist dem Joschi die Fahrt mit dem Bus durchs Pitztal nicht so gut bekommen. Aber trotzdem setzte er den Rucksack auf und nahm den Berg in Angriff. Der nächste Tiefschlag war, dass die Materialseilbahn zur Braunschweiger Hütte auch nicht lief. Also hieß das für uns Rucksäcke nach oben tragen. Und das bei dem Schuhwerk. Auch keine gute Werbung für Meintelschuhe.
kommen jetzt zum ersten Mal auf unserer Tour einen Gletscherausläufer. Da drüben, auf geschätzt 2600 oder 700 Meter. Und der kalbt, wie man sieht. Jetzt Sonntag im August, 18 Uhr durch. Da sitzen normale Bergwanderer in der Hütte beim schönen Bierle, was warm zu essen. Aber wir sind ja keine normalen. Was machen wir in 3000 Meter Höhe? Ein Notbivak mit unserer Wandergarage hier. Und nachher machen wir uns, wir wärmen uns zurzeit erstmal einen schönen Kaffee. Und nachher machen wir uns noch. Vielleicht auch sogar hier drin ein paar schöne Nudeln, damit es da drin auch noch ein bisschen warm wird. Ja, ansonsten freuen wir uns, wenn die Wolke mal hier durchgezogen ist endlich. Vielleicht wird es ein bisschen klarer Luft. Ja, aber morgen sind wir die Ersten hier oben. Und das wollten wir ja schon immer mal sein, die Ersten. Ah! Um 6 Uhr weckte uns die Sonne und wir packten bei Eiseskälte zusammen. Noch einen Kaffee zum Aufwärmen und gerade als wir losgehen, geht die Seilbahn an. Als wir absteigen, kommen uns drei Arbeiter auf der Seilbahn entgegen. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Auf Schnee und Eis geht es hinunter zur Station Rettenbachgletscher. Dann haben wir noch 1500 Meter Abstieg bis nach Zwieselstein.
So, soll ich mal zeigen, was wir heute zum Kochen? Ne, was wir heute kochen? Das hier nicht. Ah, ein leckerer Gulasch. Aha, das ist was Leckeres. Und nach dem anstrengenden Tag hatten wir uns das auch mehr als verdient. So, wir sind jetzt in Zwieselstein und vor uns liegen jetzt 4 Stunden Aufstieg zum Timmelsjoch. Das erste kleine Stückle haben wir schon geschafft und das, was mir hier schwitzt, das sind die Autos da drüben kochen. Die müssen nämlich auch ganz schön da hängen. Die Fahrräder gehen aus Timmelsjoch noch. Ich denke mal, die schwitzen genauso wie mir.